Die Kinderbuchreihe Die Schule der magischen Tiere ist ein absoluter Bestseller und das nicht nur im deutschsprachigen Raum. Rund 7 Millionen Exemplare gingen bisher über den Ladentisch. Schon vor einigen Jahren hat die Autorin Margit Auer die Filmrechte für Teil 1 verkauft. Jetzt kommt der erste Film über die außergewöhnliche Schule in unsere Kinos. Mein Bruder wird uns mit den magischen Tieren ausstatten. Magische Tiere? Ida und Benny sind die ersten Kinder, die ein magisches Tier bekommen. Beide sind Außenseiter in ihrer Klasse und gewinnen mit Hilfe des Fuchses und der Schildkröte Anerkennung und Selbstvertrauen. Du bist die Beste. Du bist der Beste. Die Leserinnen und Leser sollen die Welt wiederfinden, wie sie sie aus den Büchern kennen. Die Wärme, der Witz, die Freundschaft. Ansonsten habe ich den Filmleuten komplett freie Hand gelassen, von der Handlung her. Aber es soll immer meine Welt bleiben. Eine Welt, auf deren Magie sich die Filmemacher nur bedingt verlassen. So wird die Geschichte rund um die magischen Tiere immer wieder mit Gesangs- und Tanzeinlagen erzählt. Die Generation TikTok wird verzaubert sein. So sind Piraten und so bin ich auch.